Das Weinviertel in Niederösterreich. Ein geruhsamer Ort, wo man genussvolle Gelassenheit zelebrieren kann. Wie hier im Gasthaus Alte Schule des Haubenkochs Manfred Buchinger. Er hat sich nach seinen hektischen Jahren in der Spitzengastronomie in die Ruhe von Riedenthal zurückgezogen und zelebriert dort sprichwörtlich die alte Schule der Weinviertler Küche. Wir kochen einbrennende Fisolen, die im Weinviertel Fisolen hassen. Überall woanders hassen sie ja weiße Bohnen. Bei uns hassen die grünen Fisolen Bonschalen, Bohnenschalen. Ja. Und die einbrennenden Fisolen sind eine Spezialität vergangener Zeiten. Die Manfred Buchinger in der alten Schule wieder aufleben lässt, auch wenn seine kulinarischen Erinnerungen an die guten alten Zeiten nicht die besten sind. Es war einfach so, ich habe es gehasst. Als Kind diese Bröselnudeln dabei, aber es gab immer diesen Lichtblick. Wenn es Bröselnudeln gegeben hat, hat es auch Marillenkompott dazu gegeben oder später im Herbst dann ein Zwetschgenkompott. Also war auch eine positive Erinnerung dann. Die Basis jedes würzigen Gerichts ist der Knoblauch. Auch der wird nach guter alter Schule mit dem Messer geschnitten und gepresst. Und warum verwendet man dabei Salz? Der wird schneller weich und alles gemeinsam nimmt das Aroma an. Die Kräuter, alles kriegt einen guten Duft. Mit seiner Weinviertler Traditionsküche hat sich Buchinger eine Haube erkocht und kredenzt dort, wo früher Tafelklassler die Schulbank drückten, heute einbrennte Fisolen mit Bröselnudeln. Jetzt kommt das Mehl hinein. Das können wir auch von oben ein bisschen stauben. Was? Ja? Mit Mehlstauben heißt es ja. Also das sollte eine braune Ruhe sein oder eine Einbrenn, wie man früher gesagt hat. Jetzt wird im Weinviertel mit grünen Veltliner abgelöscht. Und jetzt kommt der Fond von den Bohnen dazu. Da habe ich ein paar Karottenschalen drinnen gehabt und Petersilienstiele. Bisschen die Säure vom Veltliner. Jetzt kommen die gekochten, abgeseiten Bohnen hinein. Und jetzt merkt man, das Geschirr ist ein bisschen zu klein. Früher hat man da auch sehr gerne Essig hineingegeben, ein bisschen. Vielleicht war das was, was die Kinder auch ein bisschen verschreckt hat. Als Garnierung kommen gehackte Petersilienstiele auf die Fisolen. Das schaut aus wie Schnittlauch und schmeckt extrem stark nach Petersilie, weil im Stiel einfach mehr Geschmack drinnen ist wie in den Blättern. Es ist so wie das Rad neu erfinden, wenn du sowas erfindest mit dem Bäder so still. Das ist einfach schön. Das ist, kostet nichts, aber eine große Wirkung. Das Weinviertel hat natürlich auch den passenden Wein zu bieten. Das Winzer-Ehepaar Zuschmann-Schöffmann kredenzt dazu einen grünen Veltliner, gewachsen auf ganz besonderem Boden. Das ist ja ein ganz typischer grüner Veltliner, gewachsen auf dem Muschelkalkboden. Und zwar bringt er sehr schöne Würze, eine sehr schöne Mineralik, die einfach diese Eleganz bringt, ein guter Speisenbegleiter zu sein. Und darum denke ich, dass das besonders gut zu diesen Fisolen passen wird. Die Lage Plesselberg ist über 12 Millionen Jahre alt. Alt, aber oho. Der Wein jetzt einfach diese Würze, diese Eleganz, diese Kräftigkeit, diese Klarheit und nie diese zu üppige Art.
Also man ist nie so übersättigt. Das ist das, was gerade diesen grünen Veltliner Muschelkalk ausmacht. Zurück in der alten Schule. Hier serviert Manfred Buchinger sein Traditionsrezept aus dem Weinviertel. Einbrennte Fisolen mit Bröselnudeln und Kompott. Die Weinviertler Küche an sich hat es ja nie gegeben. Es war eine Küche der armen Leute und es war eine Küche des Hofes. Und die Bauern und das Rundherum hat sehr ärmlich gelebt und hat es immer gerichtet. Ja? Und das ist das Besondere an unserer Küche. Und meine Gerichte haben damit zu tun. Sie sind einfach nicht teuer. Ich habe in meinem Leben viel mit Gansleber, mit Hummer gekocht. Aber die Kunst ist es, aus Einfachen etwas Besonderes zu machen. Irgendwann begreift man, dass eben das Einmaleins aus dem Einmaleins besteht. Aus den einfachen Dingen. Genauso wie ein anderes Weinviertler-Traditionsrezept, das Buchinger gerne auftischt. Gebackene Wurst und Gemüseradeln. Der einstige kulinarische Globetrotter, der von Frankreich bis Japan unterwegs war, hat mittlerweile im Weinviertel seine berufliche und private Ruhe gefunden. Wenn du nie in der Toskana warst, dann kannst du das, was du hier siehst, nicht ganz so schätzen. Wenn du in anderen Regionen warst und zurückkommst, ist das Ganze etwas anderes. Ja? Dann kommt es aus einem raus, dass das eigentlich traumhaft ist. Wir sind einfach die Toskana mit viel weniger Ruinen, mit viel weniger Deutschen. Wir brauchen die Deutschen, aber es muss ja nicht um jede Ecke einer lauern. Chapeau.